Und da sind die Parts am nächsten Morgen verarbeitet und fertig hochgeladen. Finde ich ja gut so, ne? Wenn ich mir vorstelle, dass manche LPer dann eine 6000er Leitung haben sollen oder sowas, ne? Da bleibt ihnen im Prinzip nichts anderes übrig, als in SD aufzunehmen und SD hochzuladen und zu rendern und so. Also erst rendern und dann hochladen, ist ja klar. Ja. Und manche Leute sind ja wirklich so besessen von Qualität. Man braucht natürlich dann auch noch einen guten PC. Das ist natürlich auch Kacke, dass man so viel Geld investieren muss, um ordentliche Let's Plays zu machen. Alleine ich habe jetzt für meinen PC, und das ist auch niemals der beste. Ich habe jetzt, also ich überschlag jetzt mal kurz, ne? Das soll jetzt nicht arrogant sein oder irgendwie euch zeigen, dass ich irgendwie einen coolen PC habe oder so. Ich renne jetzt mal kurz, damit ich einigermaßen Let's Plays machen kann. Also ich habe jetzt. So, für mein Mainboard habe ich 50 Euro ausgegeben. Für mein Gehäuse plus Netzteil auch irgendwie um die 50 sind 100. So, Arbeitsspeicher 8 GB, DDR3 sind auch nochmal 50, sind 150. So, neue CPU, wartet mal. Neue CPU, 6-Kern-Prozessor, jeweils 3,2 GHz pro Prozessor, auch 150. So, neue Grafikkarte auch nochmal 100. Wie gesagt, sind nicht die besten Systemdaten. So, jetzt habe ich vergessen, wie viele denn waren. Also nochmal. 50 Mainboard, 50 Arbeitsspeicher sind 100. Gehäuse 150. CPU sind 300 dann. Jetzt bin ich hier out of Dings hier. Sind 300. So, deine neue Grafikkarte sind schon 400. So, dann natürlich noch eine ordentliche Festplatte, damit die Parts auch gelagert werden können. Auch nochmal 80 oder so. Dann brauche ich nochmal eine Festplatte, um Betriebssystem zu haben. Auch nochmal 80. Dann sind wir schon über 500 Euro. Ne? 600 Euro. Ne? Naja. Was schreibt ihr da? Lalala. So ist es besser. Knaps, next life. X-Split-Team. Bring mir einen Client raus, der nicht so viele Ressourcen zieht. X-Split. Knapp, live, tut uns leid, aber wir sind zu doof dafür. Kein X-Play. Hab mal eine Grafik und die hat nicht in den PC gepasst. Ja, zurückbringen. Ja, da muss man natürlich drauf achten, ne? Guck mal, jetzt ist scheiße hier, ne? Jetzt brauche ich wieder Obsidian. Hat ungefähr für die Hälfte hier gereicht, ne? Okay, dann gehe ich mal eben zum Portal. Das Haus will ich hier in der Session fertig machen, oder wenigstens das Glas. Das ist der peinlichste Moment, den du je erlebt hast. Oh. Man muss ja überlegen. Weil ich gehe ja wie gesagt nie raus. Gute Frage. Wenn es so peinlich ist, dann werde ich es euch garantiert nicht sagen, haha. Dann fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. So, dann hier die Buckets voll. Bräuchte ich eventuell noch mal wieder ein bisschen Erde. Ich habe, glaube ich, kaum Erde mehr. Aber kaum Erde noch, je nachdem. Womit schneidest du? Auch nicht mit Freunden raus oder so? Ja, ganz selten, aber. Irgendwie ist irgendwie nicht so mein Ding. Go to Quatsch, Obsidian Farm. Go to Obsidian Farm. Leute, wo ist der Fehler? Der muss sich so hinfliegen. Das war da hinten irgendwo. Er schneidet mit der Schere, genau. Franz ist ein Kellerkind, genau, ihr sagt es. Womit schneide ich? Ja, hier diese LPs. Manchmal LPs mache ich mit PowerDirector 8. Ich bin aber überlegen, ob ich auf Sony Vegas umsteigen soll, aber da dauert das Importieren so lange, was aber eigentlich nicht so schlimm ist, weil man ja nebenbei was anderes machen kann. Ja. Spectrum vs. Rawtiler mache ich mit Sony Vegas, weil man bei PowerDirector 8 irgendwie, also von Cyberlink PowerDirector, nur Voreinstellungen bei den Rendern nutzen kann und die sind bloß für
Minecraft gut und da kann man halt bloß bestimmte Auflösungen wählen, was ganz schön scheiße ist. Habe ich jetzt einen einmal vergessen? Nein. Und zum Beispiel beim Dings LP, beim es ist SmackDown vs. Raw LP. Da nehme ich ja ein SD auf sozusagen, weil ich eh nicht höher spiele, weil es auf dem Emulator ist und da eh schon zu sehr laggt. Hast du PCSX installiert? Ja, damit darauf spiele ich ja, sage ich gerade. PCSX 2. Bin ja froh, dass es einigermaßen läuft. Ja. Und dann nehme ich Half-Size auf, das heißt, ich auch keine Ahnung, auf jeden Fall 480p render ich es und es reicht eigentlich auch für PlayStation 2 Qualität. Würde mich auch mal interessieren, wer von euch wer mein SmackDown vs. Raw LP guckt. Scheint ja manche Leute zu interessieren. Aber ich spiele es, was mir Spaß macht und ich habe es früher sehr viel gespielt. Als ich klein war. Bin immer noch klein. Also als ich 10, 11, 12 war. 9, weiß ich nicht. Muss überlegen, wann haben wir die PlayStation bekommen? Damals, mein großer Bruder und ich haben die PlayStation bekommen. Ich glaube ein Jahr später oder keine Ahnung, haben wir SmackDown vs. Raw 2005 gekriegt. Ich glaube 2004 haben wir die PlayStation bekommen oder 2005, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. So. Wie lang war deine längste LAN? Ich war noch nie auf einer LAN-Party, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Freunde, wie es. Ich habe auch PCSX. Ja, was ein bisschen behindert ist am PCSX, es unterstützt bloß zwei Kerne von der CPU. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel von Intel i7 habt mit 8 CPUs oder nee, 8 Kerne so, ne? Und jeweils 2,3 GHz oder was auch immer das da sind, dann bringt ihr euch das nicht, weil bloß zwei Kerne genutzt werden können. Ja, deshalb müsst ihr am besten übertakten oder halt neue CPU kaufen. So. Seh dich zum ersten Mal, Tobi Rush. Finde ich gut. Ich freue mich immer, wenn neue Leute dazukommen. Und das auch wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass ich so mit einem EP sogar ein paar Leute erreichen kann. Weil es ja wirklich so viele Leute gibt. Aber ich denke mal, durch XXX Medias und meine Minecraft-Videos, auf XXX Medias, da meine Update-Videos, habe ich auch ein paar Zuschauer gewonnen. Weil das sind wirklich meine erfolgreichsten Videos da, wo ich 30.000 Aufrufe habe. Obwohl ich mir da auch wirklich schon ein paar mehr wünschen würde. Also, es sind natürlich schon viele, aber wenn ich da so sehe, dass manche Leute da mit irgendeinem Scheiß da mehrere hunderttausend Views bekommen. Ich will jetzt keine großen YouTuber ansprechen oder so. Ja. Wo war ich? Ich will jetzt keine großen YouTuber ansprechen, aber. Ja. Nein! Fuck! Fuck! Boah, das war knapp. Alter. Alter Falter. So. Wie zockst du das Game? Hä? Wie zockst du das Game schon? Wie? Verstehe ich nicht. Wayne hat geschrieben. Wayne interessiert's. 24 Viewer. Freut mich. Oh, ein. Geht schlecht für ein Mini-PC, neue CPU zu kaufen, ja. Ja, passiert halt, ne? Obwohl, ich kann auch für meinen Laptop, wenn ich will, kann ich mir auch eine neue CPU kaufen. Habe ich auch was herausgefunden, dass ich mein PC auf mein Laptop aufrüsten könnte, theoretisch, wenn ich will. Aber ich glaube, da wird sich eher ein neuer PC lohnen. Also neuer Laptop. Neuer PC-Bestandteil habe ich mir erst vor kurzem geholt. Übrigens, wenn in der nächsten Woche jetzt, also in der Woche, ach weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall in nächster Zeit kaufe ich mir einen zweiten Monitor hier für zu Hause. Ja, weil man sich einfach dran gewöhnt, einen zweiten Monitor zu arbeiten, ist halt viel komfortabler. Allein schon, wenn man hier so wie ich streamt und meinen Chat dabei nebenbei liest. Und ja, mein Laptop daneben ist schon ein bisschen kacke und ach, weiß ich nicht. So. Bam.
Hat's gereicht? Nein. Was, wie findest du ab, was, Apille? Tobi Rush. Rush. Die Tobi Rouge. Okay. Wie findest du, ich meine zu Apelen, die Tanzart? Oder wie das heißt? Wenn das meinst, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, so wirklich. Sie nennt Farm 1. Ach so. Danke sehr, dass du mir jetzt sagst. Sehr nützlich jetzt an dieser Stelle. Vielen Dank. Da hinten ist Kohle. Und hier ist Gravel. Boah. Gravel. Die Gravel hat aber gelitten. Und wer schreibt mir jetzt bei Skype? Mitten in der Aufnahme. Julian. Okay. So. Und hier noch ein Eimer. Hast du das schon vorher gesagt? Habe ich nicht gelesen. Tut mir leid. Ach, ja, hier ist auch noch ein Obsidian. Aber ich glaube, da ist was darunter, was. Okay. So. Oh, scheiße. Ich werde hier keinen. Ja. Ist egal. Apple ist Schrott, in Klammern überteuerter Scheißdreck. Stimmt. Ja, ich sage euch mal meine Meinung. Ah, fuck. Meinung zu Apple. An sich finde ich Apple gar nicht so schlecht. Was ich schlecht finde, ist, dass sie in der Produktion ihre. Also, die haben da ihre Produkte da. Weiß nicht. Und sind in der Produktion total billig. Das sind irgendwo, weiß ich nicht, China. Bestimmt, ja, garantiert China. China. Produzieren und klatschen da einen Apple-Sticker drauf und verkaufen das. Um das, weiß ich nicht, 16-fache? Das könnt ihr mir ja ausrechnen. Allein schon, wenn man die iMac sieht oder den Mac Pro oder wie der heißt. Verglichen mit der Hardware, wenn man ein Windows-PC hat oder man sich die gleiche Hardware kauft und später für 30 Euro sich der Mac OS kauft, spart man enorm. Ich finde das, sowas finde ich eigentlich total scheiß von Apple. Aber jeder muss sein Geld machen. Wäre ich Apple, würde ich es genauso machen, wenn ich solche Anhänger hatte. Dann wäre es mir auch egal, was die Leute denken. Und ich würde einfach immer weiter die Preise erhöhen. Und die Spasten, welche auch Apple Fanboys genannt werden. Na, nichts gegen Apple Fanboys, aber trotzdem. die kaufen trotzdem den Dreck weiter und Apple wird immer reicher und reicher. Und im Prinzip bringen die Mist raus, der gar nicht neu ist, so zum Beispiel, wenn sie irgendwas Cooles vorstellen. Zum Beispiel, ich glaube, bei hier bei den iPhones, da, ne? Schön und gut, dass sie da Apps haben, die ja, dass Apps gibt, die alles können oder so viele Apps gibt. Ja, aber trotzdem, wenn die zum Beispiel bei einer Keynote oder so, das sind ja irgendwie so eine Vorstellung, wenn irgendwelche neue Produkte daraus kommen hier von Apple. Dann verkaufen die irgendeinen Mist als Sensation. Also sowas, ja, ist für mich einfach unbegreiflich. Und dann fahren so viele Leute drauf ab. Genauso wie das iPad. Vorher gab es auch schon so eine Tablets, die sogar besser waren oder so, mit Windows 7 drauf und so. Ich glaube, die hatten aber nicht so eine große Akkuleistung, aber trotzdem. Da wären trotzdem noch irgendwelche anderen coolen Leute wären drauf gekommen und hätten das garantiert besser gemacht. Vielleicht erinnern sich manche noch von euch an das, ich glaube, das reicht erstmal hier. An das WePad oder WeTab. Oh, was schreibt jetzt alles? Ach, ich. Lalala. Ist cool, sich mit LPN zu unterhalten, ja? Gott auf, ne, ich will auch LPs mehr, aber nicht mehr mit. Ja, 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 ja. Okay, wo war ich? Hier. Wie erinnern sich manche von euch noch an das WeTab, beziehungsweise WePad, war es ja vorher. Das war im Prinzip so ein iPad-Abklatsch, aber von der deutschen Firma. Von Neophonie oder so. Und das fand ich eigentlich relativ gut. Da lief Linux drauf und ja, ich habe sogar ein paar Videos drüber gemacht. Auf den Kanal Trulix Medias. Wo auch sonst. Und ja, wie soll ich sagen? Als es rauskam, war es halt total verbuggt und es wurde von den
von der Presse als unfertig dargestellt.